Jo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play der Herr der Ringe, der Krieg im Norden mit mir im Partisan-LP. Ich sehe von Sorg die Axt nicht, er hält nur Luft in der Hand. Ach, das ist mir bei dir auch schon öfter mal so gegangen. Dann die Gruppe versammeln. Ettenöden. In die Ettenöden, zu den Trollen! Auf zu den Trollen! Die Trollen. Die Trolle trollen. Die moschen wir jetzt so richtig weg. Aber richtig, ins Gesicht. Aber ich bin ja fast dafür, wenn wir Level 11 sind, dass wir dann nochmal zurückporten. Okay, ich bin gleich Level 11. Ja, ich auch. Aber die Sümpfe erstrecken sich über viele Meilen. So! In diesen zerklüfteten Felsen und Tälern kann man leichter was übersehen. Schöneres Level-Design auf jeden Fall. Elende Kreaturen! Ich verstehe die auch besser, das ist sehr angenehm. Oh, da rennen irgendwelche Jungs über die Dinger. Ach, die Feuerpfeile. Ah, das ist uncool. Nehmen die Jungs, die unten kommen. Das sind jetzt wirklich solche komischen Orks. Alter, die hauen auch ganz schön rein. Das muss warten. Geht hier in Deckung. Oh Gott. Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen. Ich brauch, glaube ich, eine fettere Knarre. Also, wenn ich dem in den Kopf schieße, dann zerplatzt er auf jeden Fall nicht. Ich hatte gerade legendäres Abtrennen. Ich habe ein Level Up. Boah, ich muss mal kurz in die Heilungsbubble. Scheiße. Jetzt die sind hart. Weg. Die sind hart, die Fregels hier. Ja, ich habe es nicht gar so mitbekommen, weil du die alle erledigt hast für mich. Also die sind echt harter, da könnten wir hässliche Probleme kriegen. Ja, den zerplatzt auch nicht der Schädel. Jetzt lernt ihr einen Waldläufer kennen! Azad Aymenu! Er tanzt. Ja, meine neue Waffe halt hält ziemlich die Haut rein. Die ist gut, sagst du ja. Ja. Oh Gott. Achso, du machst den mit das deinem Buch. Oh, der ist ja ganz verdeckt. Ey. Der Typ, warte, ich tu sein Schild wegmachen. Spüre meinen Zorn und die Verzweiflung! Hohabschlag, haben wir wieder mal gemacht. Der steht nochmal auf. Ne, jetzt nicht mehr. Er hat keinen Arm mehr gehabt. War nur eine Fleischwunde. Können wir hier hoch? Jupp. Müssen wir hier hoch? Ich glaube nicht, aber da ist ein... Will eigentlich nur gucken wegen Geheimnissen. Ja, da ist auch ein Geheimnis. Wow, wir können da drüber hüpfen. Okay. Haben wir auch noch nicht gehabt. Dann mussten wir ja wahrscheinlich doch lang. Ach nee, da ist eine Truhe. Die haben wir jetzt schnell erledigt. Da kommt noch einer von oben. Wäre, ja, ja. Das war eine Falle. It's a trap! It's a trap! Da. So. Können wir jetzt endlich die Truhe plündern? Nee, da kommen noch welche. Ich hab wieder auch nur Scheiße in der Truhe gehabt. Ich hab Handschuhe bekommen, die mir. Ich hab irgendeinen Stab und ein Schild. Die mir sogar was bringen. Ja, den Stab kann die andere wieder haben. Guck mal, die hat zwei Stäbe irgendwie. Sag mal, kann ich vielleicht sogar zwei Einhandwaffen benutzen? Kannst du zwei Einhandwaffen benutzen? Momentan nicht. Also. Hast du gerade zufällig zwei Einhandwaffen? Hab ich nicht. Deswegen. Ah, die sind auch so kurz, kommt mir vor, die Einhandwaffen. Gib mir mal bitte eine Einhandwaffe von dir. Ja, warte kurz, ich will nur kurz. Schau mal, ach, das wäre sogar mal ein längeres Schwert. Hab's dir gegeben. Danke. Ach nee. Geht nicht.
Ach, das ist nur ein Einhandschwert, was ich von der Ollen bekommen habe. Ich kann aber, ich kann's. Ach, du kannst. Vielleicht soll ich das mal skillen, aber derweil lasse ich meinen Donnerschlag. Und ich blockiere mit so einem komischen Straßenschild. So, weiter. Ins Getümmel. Oh, warte mal, ich bin auch aufgestiegen, Verzeihung. Was wollte ich jetzt machen? Wille, gell? Ja. Ach, vielleicht habe ich jetzt sogar genug. Nee, habe ich nicht. Wie viel Wille habe ich denn jetzt? 14. Ich habe jetzt 20. Dann kann ich doch jetzt theoretisch irgendeinen Ring benutzen, den ich gekriegt habe. Oder? Der mit plus 20, der 20 Wille braucht. Da hast du recht. Sehr schön. Na, da läuft's doch. Dann weiter ins Verderben. Jawohl. Hoppla hopp. So, hier rauf. Da ist eine Höhle. Ich würde gerne mal das Blocken irgendwo ausprobieren. Am besten hier gegen die Jungs. Aber es kommt keiner zu mir durch. Die wollen lieber dir aufs Gesicht hauen. Ah, stirb. Oh, ich habe eine Blüte gefunden. Ja, ich auch vorher. Jetzt haben wir schon zwei. Das ist super. Aber das kleine Einhandschwert, das macht auch ordentlich Schaden. Hey, da geht's sogar weiter. Oh, ist ein Geheimnis. Yay. Ach, das bekomme ich zum Beispiel nicht. Da kamen Goldnuggets raus. Kann ich bestimmt nur verkaufen. So, geh mal wieder, sagst du, ja? Jo. Ach, was für eine Aussicht. Aber richtig schön. Und es speichert. Du siehst irgendwie aus, als hättest du den Rock an. Ja. Hey, hast du was gegen Schotten? Oh Gott, da vorne kommt ein Dicker. Ich bin schon mal in Blockposition. What the fuck? Das ist ein heftiges Schild. Kein feindliches Geschoss kann diesen Schild durchbrechen. Gott, ich komm nicht mal zum Blocken, doch jetzt. Aber es hat nicht, gegen den Typ nützt mein Blocken auch nichts. Du solltest weniger sorglos mit deinem Leben umgehen. Das ist natürlich deprimierend. Ja, der haut ja mit seiner Hand zu und macht dabei so viel Schaden. Das ist ja ekelhaft. Das ist ziemlich heftig mit dem Typen. Seid ihr hier? Was habt ihr für eine Mission? So. Ja. Looten wir noch alles schnell hier? Ja. Oh, da kommen noch welche, da kommen noch welche. Von den Bergen, von den Bergen kommen wir. Azad, I made you! Du haust da so ein bisschen einfach ins... Hilf mir! ...in den Boden, ne? Hey, da war gerade einer, der zerplatzt dich einfach. Oh. Alter, wir sehen schon wieder aus wie die Schweine. Wir sind von komplett von oben bis unten voll mit Blut. Oh, da kommt noch mehr. Da. Das Spiel hat so die richtige Mischung. Jetzt lernt ihr einen Dudelan kennen!
Von Gegnern, Skillen und so weiter. Ja, das stimmt. Oh, da ist noch ein Zauberer. Oh Gott! Wie sind die daher gekommen? Der hat er gerade dahin gezaubert. Brauche mehr Zeit! Hat er sich gedacht, ist cool. Ich kann das noch nicht tun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Alte wird stark gedrängt. Oh Gott. So, ich hoffe, das hat man nicht gehört, dass jetzt meine Mutter reingequatscht hat. Ich hab sie gehört. Ja, das Geile ist, sie klopft, kommt rein, redet. Wo sind sie denn, ist geil. So. Alter, ein Troll. Wo? Ach, hier. Er hat mich gerade mit einem kleinen Geschaub shootet. Oh Gott. Hier, Freunde, sammelt euch bei diesem heilsamen Licht. Ah, und das ganze kleine Gezücht, was hier noch rumhüpft. Ich bin fertig. So, Herr Troll. Alter, wieso trifft er mich denn trotzdem? Das ist doch scheiße. Noch. Oh, die läuft doch wieder Steine. Auf die Olle. Das ist gut, immer drauf. Jetzt kann man ihn gleich vernichten, ja. Haben wir ihn vernichtet? Nee. Boah, wie viel hält denn der aus? Ah, der ist Hoppe. Oh, ich mache hier irgendwie einen Special Move. Ich glaube, du hast ihn. Elenion Ankalima! Hast du den Special Move gesehen? Ja, du warst auf den Kopf von ihm. Bin da, oh, da kommt noch einer. Der Adler! Der Adler! Yay! Hack ihn tot! Hack ihn tot! Oh. Mach's gut, Troll. Also, Adler. Der ist Seid cool. gegrüßt, meine Freunde. Ich konnte kaum glauben, was ich von dort oben gesehen habe. Doch Elb, Zwerg und Mensch vereint im Kampf gegen den Feind. So etwas sieht man nicht oft. Ich wusste, das müsstet ihr sein. Beleram, es ist eine seltsame Fügung, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ich hätte nicht gedacht, dich hier in den Ettenöden anzutreffen. Ich auch nicht. Es scheint eine seltsame Fügung zu sein, aber eine glückliche, nichtsdestotrotz. Wie kommt es, dass du hier in den Ettenöden bist? Ich diene meinem Volk als Späher. Wir sind im Krieg mit dem Steinriesen Bargrisar, der uns ohne Grund angegriffen hat. Ein Steinriese? Ich dachte, solche Kreaturen existierten nur in Kindermärchen. Nein, Steinriesen existieren natürlich, doch werden sie selten jenseits der Täler der höchsten Berge gesehen. Ich habe allerdings nie gehört, dass sie uns gegenüber feindlich gesinnt wären. Selten. Adler und Steinriesen haben die Berggipfel über Generationen ohne Konflikte gemeinsam bewohnt. Aber dieser Riese, Bargrisar, ist anders. Ohne jede Provokation lockte er einige von uns in einen Hinterhalt. Und als sie unaufmerksam waren, streckte er sie mit geschleuderten Felsbrocken nieder. Auch viele unserer Horste zerstörte er, mitsamt den wehrlosen Jungvögeln, die dort nesteten. Gwei hier brachte all seine Kraft auf, um den Riesen zu bestrafen. Doch er ist uns entflohen. Wir glauben, dass er hierher in die Ettenöden gekommen ist, wo er eine Armee aus Trollen und Orks aufbaut. Bargrisar ist eine Bedrohung für uns alle. Je früher er vernichtet wird, desto sicherer werden wir sein. Eine Bedrohung der Adler ist eine Bedrohung für uns alle. Lasst uns euch der Jagd nach diesem Riesen anschließen. Eure Hilfe wäre in höchstem Maße willkommen. Gemeinsam könnten wir in der Lage sein, ihn zu schlagen. Mit jeder Stunde, die er lebt, wird sein Gefolge größer. Beeilen wir uns! So, ich würde aber sagen, bevor wir Riesen jagen gehen, sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute. Tschüss.